Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. 5 Euro, jedes einzelne Produkt über eine halbe Stunde. Das heißt, unsere 5 Euro Überraschungsshow, unsere Schnäppchenjagd startet jetzt. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß beim fleißig Bestellen. Bis zu 5-mal dürfen Sie das bei jedem einzelnen Produkt tun, es sei denn, es gibt einen Alarm und eine Person möchte hier noch gerne schnell auf die Bühne gehen. Wir sehen sie schon mit dem ersten Produkt in der Hand. Sie ist die Einzige, die weiß, was wir hier bekommen. Endlich. Hallo Diana. Na, hallo. Haben Sie Verspätung? Dankeschön. Oh, Rebecca ist da. Guten Morgen. Ah. Oh mein Gott, ich bin ja begeistert. Begeistert von... Wir haben hier nämlich einen Spiegel. Was ist das? Und da muss ich doch direkt mal fragen. So Spiegel. Spiegeln an der Wand. Wer ist die Schönste hier auf der Bühne? Sie. Oh, das bin ich. Ich. Oh, das hat ja auch noch Specials mit drin. Das ist ja nicht nur ein Spiegel. Der ist auch noch richtig schön beleuchtet, ne? Wow. Ein beleuchteter Schminkspiegel, den man ganz einfach mal mitnehmen kann, wenn man mal zwischendurch sein Make-up auffrischen muss. Sehen Sie, die können den da so hinstellen und dann kann man den aufklappen und dann kann man sich auch von der Seite mal sehen. Das ist ja auch ganz wichtig beim Schminken. Guck mal, Frauen haben Spiegel in die Hände gekriegt. Ihr müsst hier sehen, Monika und Rebecca so beschäftigt jetzt. Aber gute Qualität und mir gefällt auch, dass wir haben noch zwei extra Spiegel für die Seite. Genau. Bei meiner Oma, sie hatte auch so einen Spiegelschrank. Vanity heißt das. Wie? Vanity. Vanity, ja, mit zwei extra Spiegeln. Ja, so ein Schminktisch, wo man die Spiegel so aufklappen kann. Ne? Und das ist genauso. Ich finde das wirklich schön. Das können Sie natürlich immer mitnehmen. Das ist klein, kompakt. Das ist auch klappbar. Das bedeutet, das würde nicht kratzen in der Tasche. Wahrscheinlich, wenn Sie haben dort noch Schlüssel oder andere Sachen. Extra Beleuchtung. Und natürlich haben wir einen kleinen Fuß. Das kann auf dem Tisch stehen. Ich finde das wirklich genial. Da. Diana, schau dir mal die Leuchten genau an. Und guck mal, die Beleuchtung auch mit in Herzform. In Herzform. Ist das, so ist das nicht süß? Aber ich glaube, für Männer auch, wenn sie, ihr müsst rasieren auch ab und zu, ne? Auch unterwegs. Ja, auch natürlich. Schön. Also gerade so in Hotelzimmern oder sowas ist der Spiegel meistens nicht so gut beleuchtet. Hier kann man wirklich genau die Stellen ganz genau sehen, die man eben rasieren will oder sonst irgendwas mitmachen will. Nasenhaare, dafür ist es auch sehr praktisch. Gerade wenn man gut aussehen will, ist so ein Schminkspiegel natürlich toll. Und den gibt es jetzt für 5 Euro. Mit diesen leuchtenden Herzen, das ist doch der Hammer. Komm, Monika. Du schaffst das. Meine Oma hat mir mal so einen großen Spiegel für die Handtasche geschenkt. Der war zugegebenermaßen noch ein bisschen kleiner. Aber das war immer mein liebster Spiegel. Und ich habe gerade gemerkt, ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Aber ich finde den, um ehrlich zu sein, noch ein Tickchen besser. Ja, gut, dass man den klappen kann. Auch. Nicht zu groß, nicht zu klein. Wirklich, das ist perfekt, ne? Und es passt super in die Seitentasche von der Handtasche. Seid ihr auch so begeistert von einem Spiegelbild? Ich glaube, wir sehen ein anderes Spiegelbild als du. Also, ich bin von meinem super begeistert. Also, dank dieser 8 LEDs genießen Sie stets optimale Rundumsicht, steht hier. Oh, die Caro aus Drebkau hat noch geschrieben, sehr gut beim Camping. Der Spiegel hat heller geleuchtet als meine Taschenlampe. Ja, das ist doch mal ein gutes Kaufargument hier. Der ich hätte niemals den Vergleich mit einer Taschenlampe gezogen. Aber okay. Aber die Taschenlampe meinst du nicht von Pearl, ne? Wahrscheinlich nicht. Weil wir haben eine hellere. NX8364 und die 569 ist die Bestellnummer für diesen fantastischen Schminkspiegel. Toller Start in die Sendung. Ihr würdet euch den wahrscheinlich sofort holen. Ja, sofort. Den bestelle ich mir. Aber das war ja erst das erste Produkt. Wir legen sofort weiter mit dem nächsten Produkt. Die Preise gelten übrigens genau 2 Stunden oder bis das Kontingent alle ist, was immer eher passiert. Sie sollten also schnell sein. Aha. Ja, ich gucke selber Pearl TV. Oh nein. Wie ein cool. Brillen-Etui. Schon allein das Etui ist mindestens 5 Euro wert, wenn nicht sogar mehr. Dieses Etui erinnert an ein sehr etabliertes Etui von einem namhaften Hersteller. Also schon allein für das Etui würde ich hier 5 Euro hinblättern. Aber das Etui kommt nicht alleine, sondern da findet sich noch eine Bildschirmbrille drin. Eine 3-in-1 Bildschirmbrille. Ja, nicht nur Bildschirmbrille. Bildschirmbrille ist sehr wichtig. Die filtert das Blaulicht raus. Blaulicht ist nicht gut für Ihre Netzhaut und auch für die
Produktion von Melatonin. Das ist nämlich das Schlafhormon. Wenn Sie viel am Bildschirm arbeiten oder heutzutage Handy hat ja auch, ist ja auch ein Bildschirm mit viel Blaulicht, sollten Sie die Bildschirmbrille benutzen, um Ihre Augen zu entlasten. Dann haben Sie noch so einen magnetischen Aufsatz, damit man nachts besser Auto fahren kann. Da wird man nicht so geblendet. Gerade wenn Sie da so Schwierigkeiten haben, dass Sie nur noch Sterne auf sich zukommen sehen, ist das sehr, sehr gut. Und natürlich haben Sie auch noch einen Sonnenbrillenaufsatz. Und der sieht ja nun mal richtig cool aus. Das stimmt. Du siehst ein bisschen cleverer aus, ne? Ein bisschen mit den Brillen. Ja, du siehst aus wie eine sexy Sekretärin. Dankeschön. Oder Lehrerin. Oh. Ich bin auf jeden Fall siehst du schlauer aus. Echt? Mhm. Sehr intelligent. Leider nur aussehen. Also die ist ja total hip. Diese Brillenform ist ja total hip und schick im Moment. Steht dir wirklich? Das, ich glaube, das steht wirklich jeder, weil das ist auch universelles Modell. Das ist auch Unisex für Frauen und Männer. Und diese Formel wirklich steht jeder. Die sind nicht zu klein, nicht so groß. Und natürlich, ehrlich zu sein, für eine Brille würden Sie schon mehr als 5 Euro zahlen. Hier, wir haben ein Dreier-Set. Und wir haben noch ein kleines Tuch dabei. Also ich bin Guck mal, wir machen jetzt eine Filterbrille daraus. Zack. Oh. Auch warte, schön. Ich habe noch was. Die ist ja echt super schick, die Brille, ne? Oh. Guck mal, es ist so magnetisch. Das ist super cool. Mit der Magnethalterung kannst du dann die Aufsätze immer wechseln. Hallo? Also ganz egal, ob du gerade polarisierte Sonnengläser haben und willst. Hier, polarisierte Sonnengläser. Das ist super wichtig. Ich habe letztens mal ein Video gesehen, Unterschied zwischen polarisierten und nicht polarisierten Gläsern. Da hat jemand in so einen Fluss geguckt oder so. In den Everglades war das, glaube ich. Ja. Und mit nicht polarisierter Brille hat er nichts gesehen. Und mit polarisierter Brille kam plötzlich ein Krokodil zum Vorschein. Das hat er nur mit dieser polarisierten Brille herausgefunden. Boah, das rettet also auch noch Leben, so polarisierte Brille. Das ist ja unglaublich. Wenn Sie Krokodile bei sich in der Nachbarschaft haben, brauchen Sie das. Gefährlich. Ach, schauen Sie mal, wie schick die aussieht auch. Moni, hast du Probleme nachts beim Fahren? Nein, aber doch, natürlich. Also die Brille, die brauche ich schon für die Nacht. Oh. Steht die mir auch? Also ich habe nicht so ein Brillengesicht eigentlich. Doch, sieht super aus. Ja? Sie stehen wirklich jeder. Wirklich jeder. Oh, guck mal den Preis bei Paul.de an. Der ist da auch schon richtig günstig mit 13 Euro. Und wie gesagt, das ist die 3-in-1-Brille, die da für 13 Euro normalerweise zu Ihnen nach Hause käme. Aber nicht, wenn Sie jetzt zugreifen. Dann kommt sie für nur 5 Euro mit dem super schicken Etui nach Hause. Die Bestellnummer ist die NX8367 und die 569. Schon allein wegen dem Etui will ich hier zuschlagen. Ich auch gerade sagen. Wir sind sehr auf Style heute. Ne? Ja. Den Schminkspiegel, jetzt diese coolen Brillen. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich sehe Diana da schon stehen. Oh. Unser Buzzer lebt. Also ich hau ja nur halb so hart drauf wie du. Lass mich mal nichts mehr. Oh, das ist süß. Schon eine Woche, ne? Oder 2 Wochen. 2 Wochen. Ein Osterdeko-Küken im Glas zum Aufhängen und Aufstellen. Sorgen Sie für Osterstimmung und ein zartes Küken sitzt vor 3 Blümchen im Gras. Mit dieser zauberhaften Szene dekorieren Sie Ihre blühenden Osterzweige ebenso wie Ihre Fenster auf stimmungsvolle Weise. Ja, es sieht wirklich hier sehr, sehr niedlich aus. Das sieht so aus, als wenn es sich so richtig freut, da im Gras zu sitzen, die Blumen anzugucken. Das haben wir hier in diesem Glasei, also perfekte Osterdekoration. Ich weiß, deine Eltern dekorieren sehr gerne, ne? Meine Mama ist meine Deko-Queen zu Hause, genau, richtig. Die hat auch schon voll aufgefahren mit Osterdeko, kann man sich denken, ne? Ja. Aber man muss sich wirklich da bewusst machen, wie früh Ostern jetzt schon kommt, ne? Also du solltest schon jetzt allerhöchste Eisenbahn zum Dekorieren, ne? Wenn du davon noch was haben willst. Aber für 5 Euro ist das wirklich mal richtig klasse. Und ich finde, das ist auch nicht so die Standard-Osterdeko, die man sonst sieht. Also ich finde immer, wir bei Pearl TV haben wirklich besondere Deko. Und wir legen hier wirklich Wert aufs Detail. Und ich finde dieses Küken einfach so niedlich. Und ich habe schon wieder meinen Song in meinem Kopf. Ja, ich wollte schon fragen, was ist mit dem Song? Diesmal verschone ich euch. Komm, aber ich singe nicht. Nein. Meine hat letztes Mal für uns gesungen. Ostergesange? Was gibt's denn für Osterlieder? Ja. Was?
Das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept. Okay. Siehst du, Rebecca kennt das auch. Letztes Mal kannte das keiner hier. Was? Ja. Ich kannte das auch nicht. Ich bin in einem Team mit dir, Moni. Ich finde das Lied auch. Ja, das haben wir letztes Mal gehört, aber heute nicht. Die Bestellnummer ist die NX8894 und die 569. Aber lassen Sie sich hier die Chance nicht entgehen. Für nur 5 Euro unser wunderschönes Osterküken hier in diesem Glas. Ich bin sogar der Meinung, ja, das ist echt Glas. Also auch das nochmal richtig, richtig toll. Die NX8894 und die 569, die Bestellnummer. Und jetzt wird es wirklich allerhöchste Zeit zum Verschenken. Also am besten direkt bestellen. Ja, man ist ja auch oft eingeladen zu Ostern, trifft sich mit der Familie. Ja. Sehr schönes Mitbringsel. Kann man hinstellen oder hier, wie wir es hier gemacht haben, in so einen Osterstrauß. Es ist ja so schön, wie draußen jetzt schon wieder alles blüht. Wir haben auch schon wieder Blumen überall bei uns innen drin, in schönen Vasen. Mhm. Ist immer schön, wenn Frühling kommt. Und Ostern ist auch so ein Zeichen für Frühling. Richtig, richtig niedlich. Also da freuen sich Kinder auch drüber. Oh, ja. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Oh, der erste Buzzerschlag von dir, Ingo. Und dann direkt den Preisalarm gebuzzert. Ich glaub's nicht. Ich bin der Preisalarm-Ingo. Der Preisalarm-Ingo sagt Ihnen jetzt, was die Bedingung ist bei diesem Spielzeug für nur 5 Euro. Sie dürfen nämlich nur einmal hier bestellen, weil es hat eigentlich hier gar nichts zu suchen in der 5-Euro-Show, das Produkt. Natürlich. Ein tolles Ostergeschenk. Guck dir das mal an. Das ist ein selbstfliegender Hubschrauberball mit bunter LED-Beleuchtung. Und Sie sehen das, der berührt nie den Boden. Den kann man mit Gesten steuern. Und dann ist das so wie so ein Luftballon, den man früher immer so hin und her gepustet hat. Ui. Ist ein riesen Spaß. Oh, jetzt leuchtet auch noch richtig toll. Ui. Guck mal. Hey, der tanzt auf deine Handrücken. Ja. Du darfst ihn nicht anfassen. Man darf ihn nicht anfassen, das habe ich falsch gemacht. Schauen Sie mal, wie cool der durch die Gegend fliegt. Oh, boah. Guck mal, wie hoch. Das ist Spielzeug auch für ganze Familie. Und habt ihr gemerkt, wie leuchten sie auch? Das bedeutet, wenn das zum Beispiel spätabends können wir auch mit ganzer Familie draußen gehen. Jetzt auch wird ein bisschen wärmer draußen. Hui. Und alle spielen. Du kannst versuchen, das alles noch. Guck mal. Das ist auch nicht so einfach, das zu anfangen. Super. Ja, Diana kann das immer richtig gut fangen. Und Becky auch. Eins, zwei, drei. Oh, oh. Guck mal, es kommt jetzt zurück. Komm zurück, komm zurück. Und jetzt unser Kameramann spielt ein bisschen auf. Ein riesen Spaß und das nur 5 Euro. Der funktioniert mit Akku und hat dann 9 Minuten Flugzeit. Das alles in diesem kleinen Format. Wir schauen mal auf Pearl.de, was der regulär kostet. Da sehen wir nämlich, dass der 13 Euro kostet. Wir haben deutlich mehr als die Hälfte runtergenommen. Hier, Sie sparen 8 Euro, weil Sie in der 5-Euro-Show sitzen. Und unser Preisalarm hier bitte nur einmal pro Besteller bestellen, kostet natürlich auch nur 5 Euro. Ich bin immer wieder begeistert, was für tolle Sachen wir im Programm haben, aber auch was hier in der 5-Euro-Show landet. Der wollte noch nicht gefangen werden, Diana. Er hat keinen Chance, wollte ich sagen. Wahnsinnig hoch auf jeden Fall. Und eben die Beleuchtung ist wirklich ein Highlight. Gerade mal abends oder nachts. Gerade wenn es so dämmert oder so. Super cool. Schau mal, Rebecca ist ganz fasziniert da hinten. Oh, das ist wie in Harry Potter, dieses Spiel. Du musst das auch machen. Der Schnaps. Quidditch. Ui. Versteht ihr, was ich meine? Nein. Sieht auch so ein bisschen klein. Aber ich kenne das auch nicht. Schnell. So cool. Die Melanie aus Kamen hat geschrieben, ein Geschenk für unseren 11-jährigen Sohn, das aber die ganze Familie zum Suchtfaktor werden ließ. So kann das bei Ihnen auch sein. Es ist ein Riesenspaß, glauben Sie mir. Wir sind hier im großen Studio, aber auch in der Wohnung macht das Spaß. Draußen im Garten ist ein ganz, ganz tolles Spielzeug. Heute nur 5 Euro bei uns im Preisalarm. Die Bestellnummer ist die NX1905 und die 569. Ich bin ja immer glücklich, wenn wir Spielzeug haben und gerade so ein tolles Spielzeug hier für nur 5 Euro. Oder im Sommer mal draußen mit einem Baggersee nehmen oder so. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, oder Diana? Mega. Mit deinem Harry Potter? Da muss man nur sehen, dass man genug Leute im See platziert hat, dass er nicht auf dem Wasser landet. Ne?
Also, Sie sehen das hier. Hier ist meine Wohnung. Stimmt. Ein Riesenspaß. Es ist so ähnlich wie so ein Ballon, den man früher so hin und her gekickt hat oder nur hin und cooler. Her geboxt hat. Aber viel, mega viel cool. cooler. Tolles Foto. Ich hätte jetzt weitermachen können. Durchs ganze Studio wäre ich mit diesem Teil gewetzt. Ja. Vielen Dank. Danke. Ich mag schön. Harry Potter. Hast du die Bücher auch gelesen? Ja. Uiuiui. Uiuiui, das alles? Ist natürlich... Ja. Und ich habe wirklich... Großer Fan bin ich. Auf wie jeden heißt Fall. Teil 5? Auf Deutsch, ich habe keine Ahnung. Ich habe das alles auf Russisch geguckt und gelesen. Orden des Phönix, ne? Richtig. Und Teil 7? 7, das ist erste Teil. Erste Heiligtümer des Todes, höre ich gerade. Und wer ist nochmal der Böse? Da gibt es doch irgendeinen Bösen, du darfst sie seinen Namen nicht ja, sagen. Ja, genau, der so dessen Namen man nicht sagen darf. Hast du Harry Potter nie gesehen? Nein. Ich auch nicht. Das ist voll der Quatsch. Oh Gott, Diana. Okay, kommen wir lieber zu der Zitrus- und Saftpresse. Aus Metall. Das ist richtige Muggelware. Muggelware? Was ist denn Muggelware? Ja klar, ein Zauberer würde niemals eine Presse benutzen. Sondern? Der würde zaubern, Saft zaubern. Saft zaubern. Aber wir sind ja Muggel und wir müssen uns den Saft selber pressen. Das ist uns ein Vokabular, was uns nicht, völlig was fremd ist. Ich bin halbblöd. Also ich bin die Teufel. Muggel sind nicht Zauberer. Aha. Das sind normale Menschen. Normale Menschen freuen sich über eine gut funktionierende Saftpresse. Und das haben wir hier definitiv. Nebenbei ist die auch super schick, auch mit dieser Aufhängung. Das heißt, wenn Sie so eine Leiste in der Küche haben, wo Sie verschiedene Kochutensilien aufhängen können, dann sollte hier diese Zitrus- und Saftpresse definitiv Platz finden. Ich finde die Farbe total frisch, ist total modern. Gerade Zitronen sind ja aktuell Designelement. Ne? Das ist ja total der Hit. Du findest alles mit Zitronenmustern. Tischdecke in Zitronenmuster, Teller in Zitronenmuster. Gardinen und so weiter. Es gibt ne? Zitronencafés? Ja, und Restaurants jetzt seit okay. neuestem. Alles voll mit Zitronen. Du kannst auch Limonen damit machen, für Drinks, für Cocktails und so. Mhm. Du kannst hier alles pressen, es ist richtig stabil und natürlich super leicht sauber zu machen. Einfach in die Spülmaschine stecken, dann wird das wieder wie neu. Super. Und es hält lange. Und dadurch, dass man hier so einen langen Hebel hat, ist es auch sehr ja. einfach damit dann, den Saft rauszukriegen. Der geht unten ganz einfach raus und das Fruchtfleisch wird dazwischen festgehalten. Trinkst du lieber so Zitronen- und Orangensaft mit Fruchtfleisch oder ohne, Moni? Ohne Fusseln. Ohne Fusseln. Das ohne sind keine Fusseln. Das ist Fruchtfleisch, ja. Mensch. Also, für mich sind das Fusseln. Ich finde das schön. So eine kleine Vitaminbombe am Morgen. Das ja, das ist immer eine gute gut. Sache. Ich war ja jetzt seit Februar 3-mal krank und ich habe mir sagen lassen, Vitamin C hilft. Und in Zitronen ja. hat man ganz viel Vitamin C. Ein bisschen Zink noch mit dazu. Aha. Und dann sind sie bestens gerüstet. Die Bestellnummer ist die NC 5898 und die 569. Kann man auch bis zu 5-mal bestellen. Ein Küchenutensil, was sehr schick ist, was in keiner Küche fehlen sollte. Du schüttelst immer zuerst. Ja, ich warst du immer. Gut denn bei den Überraschungseiern? Wahrscheinlich sind das zwei Gläser dort. Was machst das, du denn? Das würde ich ja dann hören. Dann sind die aus Borosilikatglas und gehen nicht kaputt. Ja, ich kann es leider nicht erraten. Ja, dann schütteln wir. Wenn das kaputt ist, dann... Ein Utensil zum Musik hören? Das heißt du nicht? Ja. Radio, meinst du, ne? Sag ruhig Radio. Ja, okay, wow. Ich habe ein Souffleur. Ein analoges blöd. Taschenradio. Das ist ja irre. Becky im Radio. Wow. Schauen Sie mal. Jackpot. So ein kleines Radio, was so groß ist wie ein Handy. Das ist ja der Wahnsinn. Für 5 Euro vor allem. Für 5 Euro mit Kopfhörerausgang auch noch. Zum Beispiel, wenn man das mit an Baggersee nimmt, da hat man ja keine Musik. Oh. Gerade so am Baggersee, ja, da hört Diana, man gerne Musik. Wir waren doch auch mal am Baggersee unterwegs. Das wäre doch toll, am Baggersee? Wenn wir da am Baggersee auch Musik hätten hören können. Ja, ich habe für die gesungen extra. Hat dir nie gefallen? Nee, ich hätte lieber am Baggersee hier das kleine Miniradio dabei gehabt. Okay. Also ein Radio ist natürlich klasse. Wir hören alle gern Radio, Nachrichten, Musik. Es ist immer alles dabei, Information. Aber der große Vorteil gegenüber einem Handy ist, dass das nicht auf Ihr Datenvolumen geht und dass Sie damit wirklich überall Empfang haben. Die Größe ist fantastisch. Das kann man einfach mal in die Tasche stecken. Dir gefällt das Radio, ne?
Du freust dich richtig, Becky, Rebecca. Becky ist auch auf dem Radio. Aber ich glaube, ich würde das Radio doch lieber... Kannst du bitte alle Produkte so halten? Nicht mit deinen Zähnen? Nein, ich habe ja gar nicht... Das ist Insider hier. Ich sag gar nichts mehr. Nein. Okay. Nein, okay. Ich meine nur, dass... okay, alles, was ich sage, wird alles falsch. Komm, wir überlassen den beiden Muggeln das Ja, das Wort. Ist zum Beispiel hier Ihr Begleiter auf der Reise. Dank Mini-Format nehmen Sie dieses Taschenradio einfach mal überall hin mit. Ist fast bequem, mal in die Jacke oder in den Rucksack. Und natürlich auch hier in der kleinsten Ecke hat man einfach Platz dafür. Das ist super praktisch, weil Sie eben auch immer so auf dem Laufenden bleiben, weil Sie können ja hier wirklich unzählige Radiosender hören. Ich höre richtig gerne mal Verkehrsfunk und Fußballnachrichten. Du hörst Fußballnachrichten? Natürlich. Okay, das begeistert gestern, mich jetzt. Wer hat gestern gespielt? Weiß ich nicht. Okay. Aber ich bin schon interessiert am Fußball. Früher mehr. Weil gestern war das Spiel war 90 FC Minuten. Ne? Oh, nicht 90, 120, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen. Das war gestern extra Zeit, 30 Minuten. Dortmund, zwei Spiele waren gestern. Dortmund. Ich habe Dortmund mit von Niederlande jemand. Genau. Ja, keine Ahnung. Wir sind hier alle große Fußballfans, Sie sehen das. Ja, vor allem Experten, wo die hört. Diana weiß über die Ergebnisse Bescheid. Aber jetzt für sowas ist es einfach ideal, weil man das einfach immer mitnehmen kann. Es frisst keine Daten von Ihrem teuren Handyvertrag. Ganz, ganz wichtig. Und einfach mit Batterie betrieben, haben Sie auch immer hier Empfang, wann immer Sie wollen. Kopfhöreranschluss ist auch dabei, damit Sie vielleicht auch mal Ihre Mitmenschen nicht auf die Nerven gehen, wenn Sie da Ihre Musik hören. Abnehmbarer Gürtelclip, ja genau. Also das ist wirklich hervorragend. Eine lange Antenne ist auch mit dabei, die hat Diana auch gerade getestet. Also ist alles wirklich wunderbar hier für 5 Euro. Zu bestellen gerne mit der ZX2903 und der 569. Dürfen Sie gerne auch wieder bis zu 5 Mal bestellen. Das ist auch wieder so ein cooles Ostergeschenk, ne? Kann man auch gut verstecken, weil es klein ist. Aber ich meine, Ostern gibt mir ja nicht so wie Weihnachten oder Geburtstag diese Riesengeschenke. Aber Kinder und andere Leute freuen sich immer drüber, wenn sie auch ein bisschen suchen dürfen. Wir machen auch noch Ostereier suchen. Oh ja, meine ich darf nicht mehr suchen. Du darfst nicht mehr suchen? Meine Mama sagt, ich bin zu alt dafür. Ja, aber du bist doch zu Hause ohne deine Mama. Da bittest du deinen Partner, ich glaube, ich erzähle das jedes Jahr hier aufs Neue, aber ich finde es wirklich tragisch. Ist traumatisch. Oh, haben wir hier etwa eine Ausnahme? Dürfen wir hier öfter bestellen? 50 Mal höre ich gerade, wow. Oh, was ist das denn? Das ist für Monika, sie hat das gesucht, sie wollte ihr Badezimmer ein bisschen renovieren, ne? Moni, super, guck mal. Vor allem renovieren, ohne hier große Bauarbeiten zu machen, Moni, ne? Ja. Das passt in deinem Badezimmer schön. Ohne bohren, ohne irgendwie irgendwas kompliziert anzubringen, einfach hier draufkleben. Das sind nämlich diese Fliesenaufkleber, sogar 3D-Mosaikfliesenaufkleber in diesem wunderschönen Bronzeton. Also das sieht doch mal schick aus, egal ob man vielleicht auch was überkleben möchte. Gerade so alte Fliesen, diese grünen, die es ja früher gab, oder auch andere Farben. Oder man möchte einfach mal Akzente setzen, gerade mal so in der Dusche oder so. Finde ich das toll. Ich finde das sehr cool, weil es halt auch so eine neutrale Farbe ist hier, die jedem gefällt. Und das sieht wirklich aus wie so Mosaikkacheln. Und wenn sie rüberfassen, deswegen nennen die sich 3D-Mosaikfliesenaufkleber, fühlt sich das auch so an, als wenn das viele kleine Fliesen wären. Jede dieser Fliesenaufkleber ist 26 x 26 cm groß. Sehr schön. Für die Leute, die eben jetzt nachmessen müssen, um zu sehen, wie viel sie da bestellen wollen. 26 x 26 cm, sie kriegen ein Dreier-Set in dieser Verpackung. Yep. Und sie dürfen, wenn ich das richtig gehört habe, 50 Mal hier zuschlagen. Also 50 dieser Dreier-Sets. Ganz, ganz einfach. Bei Pearl kosten die übrigens 10 Euro. Das heißt, wir haben hier den Preis halbiert. Sehr populärer Artikel, weil man hier wirklich ganz, ganz einfach durch einfaches Überkleben hier sein Bad, seine Küche, überhaupt jede Wandfläche damit nochmal aufpolieren, pinden kann, wie es auf Neudeutsch heißt. Eine richtig klasse Sache. Man kann dann, wo Steckdosen sind, ganz einfach mit der Schere so ein Loch rausschneiden. Ja. Und dann eben auch, wenn man zur Miete wohnt, kann man die auch ganz einfach wieder abziehen, wenn man auszieht. Also fantastisch. Mhm, sogar rückstandsfrei ablösbar. Das ist ja auch nochmal ein Riesenvorteil, gerade wenn man zur Miete wohnt. Also das ist wirklich super, sollten Sie die Gelegenheit unbedingt nutzen. 50 Mal dürfen Sie hier zugreifen. In einem Set sind hier mal 3 Stück drin. 26 mal 26 cm. Ja, da kommt man auf jeden Fall echt weit mit. Also es ist ja wirklich richtig toll, die Farbe auch. Ne, Diana? Toll.
Die Bestellnummer ist die NX7425 und die 569. Schau mal, wie schön diese Badewanne da jetzt aussieht. Warum stell dir das vor, wenn das einfach nur weiße Fliesen wären? Das wäre doch todeslangweilig. Richtig. Ja, es wäre sehr, sehr langweilig. Ja. Die sieht richtig, richtig klasse aus. Also damit kann man sein Bad oder seine Küche, gerade wenn sie alte Fliesen, wo die Fugen auch dann schon vergilbt sind, haben, ganz einfache Art, das wieder aufzumöbeln. Für dich. Für mich persönlich. Ja. Jetzt mache ich mal Rebecca. Da bewegt sich nichts. Persönlich für Ingo. Das ist pickepacke voll mit einer Küchenwaage. Wow. Richtig. Weil Ingo liebt das Kochen und Backen. Und Backen. Ja, ich habe lange nicht mehr gebacken. Ne? Wie klein diese Waage ist, das gefällt mir. Klein, kompakt, schön flach. Würde sich, denke ich, auch super gut als Briefwiegewaage machen. Wiegewaage? Für eine Briefwiegewaage, Backzutaten, Wiegewaage, Kochwaage ist das wirklich ideal. Also die ist so klein und hält hier, wie viel kann die wiegen? Eine Waage zum Wiegen. Die kann bis zu 3 Kilogramm wiegen, diese Wiegewaage. Ich finde die Form so cool, dass sie eben so klein ist. Und dann kann man eben hier wirklich aufs Gramm genau alles abwiegen. Guck mal hier, gerade diese Peperoni, da ist es sehr wichtig, dass man nicht zu viel nimmt. Oder zu wenig, es soll ja auch ein bisschen Geschmack geben. Moni wiegt gerade ihren Schmuck. Ja. Bis auf 1 Gramm genau kannst du hier wiegen. Und du hast natürlich hier auch eine Zuwiegefunktion mit integriert, also diese Tara-Funktion, sodass sie die einzelnen Zutaten immer wieder beifügen können und selbst alleine wiegen können, ohne 5 Millionen Düppchen zu haben. Wie viel Kilo Schmuck du da jetzt bei dir trägst? Ja, wie viel wiegt mein Schmuck? Moni hat hier 4 Ringe und eine Uhr. Wie viel? Das sind 16 alles Gramm? Dicke Klunker. Mehr? Nee, jetzt. Echt oder unecht? Keine Tipps geben, wir müssen jetzt alle 3 tippen. Es sind mehr als 16 Gramm. Ich sage 35. Weil du hast das gesehen, oder? Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Die hatte, guck mal hier, ihre Hand hält sie ich doch. Ich glaube, die Uhr könnte doch sehr schwer sein. Also das waren 114 Gramm. Ich habe es nicht gesehen. Ich mogel nämlich nie. Mogelt ihr? Nein. Nein. Grundsätzlich nicht. Nein, ich bin ein super ehrliches Mädchen. Mädchen. Ja. Ja. Also für alle, die eine Küchenwaage brauchen, man kennt ja diese großen klobigen, die unglaublich, ich weiß, Moni kann beim Kartenspielen schummeln. Ja, wenn die und ich Uno spielen, dann gucke ich immer an ihre Karten, weil sie hält die auch immer so, dass ich mit reingucken kann. Weil das hat Vertrauen. Also ich vertraue Menschen. Habt ihr mal Geld gespielt? Nein. Ich mag Phase 10 spielen. Von wem hast du das noch mal geschenkt bekommen? Wer war die gute Freundin? Wer war das? Ralf? Gute Freundin Ralf? Nein, das war Becke. Hat wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Ja. Gefällt mir. Spielen wir heute Abend? Eine tolle Waage. Ja. Die kann man hinstellen, die kann man aufhängen, die nimmt gar keinen Platz weg. Und sie wiegt hier tatsächlich auch bis zu 3 Kilo aufs Gramm genau für nur 5 €. Ich liebe es, wenn wir Küchenprodukte haben. Die sind alle super gemacht hier von Rosenstein und Söhne, also richtig klasse. Also super auch als Waage für das Büro. Deswegen jetzt zugreifen für nur 5 € mit der Bestellnummer NC2412 und der 569. Und das war leider das letzte Produkt dieser Sendung. Aber seien Sie nicht traurig. Morgen um 5 Uhr geht es dann auch wieder weiter mit Schnäppchen, Schnäppchen, Schnäppchen. Und heute um 19 Uhr haben wir 10 € Megashow. Bis gleich.